Willkommen zurück bei 7 Days to Die. In der Alpha 15. Im Hotel immer noch. Ich habe mir schon mal alles soweit eingepackt hier. Und dann geht es eigentlich auch in Richtung Heimat. Eben weil, ja, weil erstens voll, zweitens Tag 14, oder? Wäre doch besser, wenn ich eben dementsprechend schön auf der Dose gelatscht. Himmelwehr. Ah, ne. Jetzt nicht mehr rein, ja. Also geht's direkt heimwärts. Ohne irgendwie hier auf die Zombies zu schauen, weil die machen ja schon die ganze Nacht eben einen rum. Eben auch, ich weiß nicht, wo die da sind. Oh, die Sonne blendet ja auch mal schön rein. Apropos Blinden. Detailsche ganz vergessen, wieder runterzustellen, ja. So. Dass das wieder normal hell ist, ja. Kohle. Haben wir noch ein bisschen Platz, habe ich oben mitgenommen extra. Aber das Nitrat habe ich auch nicht mitgenommen, die paar Stück da. Ja, wenn wir das nächste Mal vorbeikommen, dann müssen wir doch ein, zwei Sachen hier noch mitnehmen. Na. Weil hier haben wir doch einiges liegen gelassen. Und ein, zwei Sachen, die man vielleicht vor Ort braucht. Den Rest müssen wir dann eben dementsprechend mal den mitnehmen, falls wir noch mal herkommen sollten. So, aber eigentlich auf dem geradesten Weg nach Hause. Ein, zwei Nester können wir noch mitnehmen hier. Eben da ansonsten auch so weiter nichts hier. Regnet es mitten in der Wüste oder in der Steppe. Dann werde ich zu Hause erstmal kurz auspacken, nochmal kurz kontrollieren. Aber soweit sollte es, glaube ich, alles erledigt sein für die Tag 14 oder. Mal gucken, ob wir vielleicht noch die Iron Bars nochmal ein, zwei setzen könnten, eventuell. Dass wir da, wenn ich ein bisschen, noch ein bisschen verstecktes Gebiet aufdecken hier. Aber sollte eigentlich so weit hier nichts weiter kommen. Hier haben wir doch noch ein Vogelnestle. Übersehen oder fast übersehen. Eben. Man hört es doch mal ab und zu. Wenn man sozusagen auf Holz tritt, dass man da was übersehen hat. Was haben wir denn? Ja. Straße kaputt oder? Hm. Komisch, komisch. Naja. So, ach, da ist Heimat. Aha. Irgendwie habe ich keinen Blick heute für die Vogelnester. Gucken wir, was sie drin hat. Sie hat ja auch nichts drin. Da ist mir das Vogelnest eben gerade auch egal, wo ich drüber gegangen bin. Ja, er sprintet und dann muss er erstmal was fressen. Oder sofort wieder weiterrennen muss. Ja, ja, Kleiner. Du kannst ja versuchen, hinter mir hinterher zu rennen, aber es wird nicht
viel bringen. Oh. Erstmal schön durch die Leiche oder über die Leiche drüber. Ja, war noch ein. Oh. Und schon. Habe ich genügend Pfeil, also Federn dabei. So. Für den Schuh draus. Ah, die kann ich. Nee, die mache ich auch nicht auf. Bleibt da so schön drinnen liegen, dass man dann gleich sieht. Gut, okay, da war noch keiner dran gewesen, attached. Weil mitnehmen kann ich sie so oder so nicht. Wie weit ist eigentlich hier mein Garten? Das wäre fast erntungsreif, wären die Pilze schon soweit. Kartoffel wäre aber soweit. Und sie hier machen wir aber mal weg. Weil sie stört einfach nur. So, ein Daheim ist immer schön. Und schön ist ohne Zombies. Sie hat auch nichts dabei. Leider. So, dann bin ich so oder so mal gespannt. Achso, irgendein Depp hat ja da die Scheinwerfer nicht angemacht. Da muss ich nur noch mal rausfinden, wer das war. Upsala. Was für eine Spikes hier rennt, ey. Tun wir das Ganze noch mal kurz ausleeren hier. Oder packe ich das in meine Müllkiste? Ich packe das in meine Müllkiste hier rein. Mach das denn, wenn ich mal... Das muss ich euch jetzt nicht antun, wie ich hier... 5 Minuten versuche, das alles irgendwie einzumüllen. Oh, nein, 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 nein. Raus, 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 raus. Ach. Ach. Ich blute nicht mal, ey. Das soll mir erstmal jemand nachmachen, ja, ja. Achso, ich hab kein Holz dabei. Ja. Hatten wir Holz nicht noch oben gehabt mit? Ich würde schon sagen, ja. Sieht so aus, als wenn ich so dicht alles dran wäre. Wo hatte ich denn das Holz gehabt? Hier, hier. Zumindest ein bisschen einpacken. Dass wir dann noch die Spikes reparieren können. Irgendjemand ist doch hier schon wieder durchgelatscht, ey. Das stimmt. Die Kleine von nebenan. Die hat doch ganz schön viel kaputt gemacht hier. Weil dann würde ich sagen, werden wir mal die Spikes hier ein bisschen auf. Auf die nächste Stufe hoch. Weil auf richtig Eisen bzw. Stahl kriege ich sie bzw. nicht. 1600 habe ich hier. Was habe ich hier eingelagert? 5000 eher. Fast 7000 an Eisen eher. Ah, können wir doch zumindest schon mal ein bisschen was mit anfangen. Dass wir da zumindest darauf die letzte Stufe noch mit hochbringen. Ganz genau. Achso, hier hatte ich ja auch noch. Kann ich zumindest nebenbei hier alles mit verwursten. Nur ein Stück da.
Oder hatte ich nicht noch welche gemacht gehabt? Ich weiß es ja nicht. Können wir aber die zumindest hier mit ranbauen denn? Müssen wir denn uns doch hier mal einen kleinen Übergang basteln. Dass wir hier das soweit reparieren können. Dann nehmen wir die hier hinten denn weg. Das war jetzt ein bisschen riskant hier. Immer hin und her Zwitscherei. Jetzt habe ich den hier aufgewertet, ey. Ja. Dann müssen wir den dann wieder wegnehmen. Komm her. Komm mal da hinten noch rein? Ja, kommen wir noch. Dann gehen wir hier mal wieder zurück. Juhu. Und schön in die Spikes rein, jumpt hier. Naja. Nehmen wir unseren Woodframe hier noch weg. Oder? Hier ging es doch auch irgendwie rein. Genau. Gut. Da ist auch jemand drin gestorben. Bei den restlichen können wir dann schon für die mittleren Spikes nehmen, denn wenn was übrig bleiben sollte, eher nicht. Ich hätte so oder so dann, aber man hat ja nicht so viel Eisen gehabt, um da überhaupt irgendwas aus Metall herstellen zu können. Ich will nur mal hoffen. Achso. Habe ich schön aufgewertet gehabt. Dass das zumindest ein bisschen die Horde aufhält. Entweder machen wir gleich hier richtig. Oder nur wieder. Erstmal so hier. Ah, erstmal nur so hier. Das frisst so oder so einen Haufen Metall. Das Ganze. Ihr seht es ja rechts durchlaufen, wie die Hunderte durchrattern. Ja, gleich sind wir nämlich auch schon durch hier. Da haben wir auch nicht mehr. Achso, es regnet. Ich würde schon so bleiben. Sagen wir, was denn hier schon wieder Phase, ey. Warum muss das denn so sein? Ja, die sind doch ganz schön hell, ja. Und da war's das. Da waren sie weg gewesen. So, ich werde die hier noch ein bisschen verteilen. Will ich natürlich nicht hoffen, dass sie genau über diese Ecke hier kommen.
Ah, ich denke mal nicht. Weil der Rest ist ja hier. Nee. Ist auch noch nicht doppelt, ey. Also muss ich doch nochmal ganz kurz hier losgehen. Nochmal ein paar zigtausend Holz holen. Mal eben, so schnell. Dann können wir aber zumindest hier die Feder mitnehmen. Dann immer wieder ganz genau gleich die Bäumchen pflanzen. Das ist auch wichtig. Achso. Du bist ja. Eine schöne Mütze aufgehabt, er. Das muss ja nicht unbedingt sein. Machen wir erstmal hier. Dann können wir auch das restliche Holz dann oben reinpacken. Da tokelt auch ein Zombie rum. Das glaube ich auch schon hier sehen. Oder? Ne. Aber wir haben ihn hier gesehen. Und das reicht mir zu. Muss ich nochmal gucken, wie viele Pfeile ich überhaupt noch habe. Läuft. Aber habe ich glaube ich schon gehabt. Also. Na, reichen die jetzt dazu? Ja, lieber ein bisschen mehr als zu wenig war. Deswegen werde ich hier auch erstmal die ganzen Bäumchen fällen. Geschrien oder? Ach. Ja, es hat jemand geschrien. Ich habe geschrien, der hat eine Kreischerin hier. Ja. Aber zum Glück nicht. Dann nehmen wir die hier noch mit. Die zwei Bäumchen und pflanzen den Rest noch mit ein. Birdnest. Ja, komm hier. Tja. Ja. Ach, da habe ich ja auch ja nicht. Sehe ich mal gerade von hier aus, ey. Das muss ich auch mal gleich mal abändern. Achso, weg. Dass ich da mal ganz kurz noch die zweite Seite aufwerten muss. Und dann schalten wir auch noch ganz kurz die Scheinwerfer drüben an. Dass das auch schon mit erledigt ist. Da muss ich so oder so mal gucken, wie ich das geplant habe mit den Iron Bars. Dann können wir erstmal zumindest hier 14 Spikes vorne setzen. Weil hier wollte ich ja die Doppelreihe machen. Dreifachreihe, weiß ich nicht mehr. Und 20 sind ja noch in der Mache, damit könnte ich, denke ich, mal so weit rüberkommen. Aber dann muss ich mal gucken, wegen den Iron Bars, was ich da eigentlich so
geplant hatte. Nee, Dings habe ich gemacht, ja. Aber keine Iron Bars. Das hier. Steine habe ich auch so. Oder habe ich die Iron Bars hoch? Hier schmissen irgendwo. Man ist immer sowas von verwirrt hier. Da. Und 25 Dings habe ich noch. Jawohl. 25 Spikes habe ich noch. Denn. Achso. Ne, ich setze mal kurz die Iron Bars noch. Den können wir noch gemeinsam hier kurz dünen und schaffen und lassen machen hier. Dass wir vielleicht noch eine Seite fertig kriegen hier. Ja, kommen Sie her. Ja, nicht versetzen, die sind teuer. Die sind wirklich extrem teuer. Das muss nicht sein, dass wir da 1, 2 daneben hauen. Weil bei 100 Eisen was einer fortschlägt. Sind die schon. Na, hier habe ich dann auch noch mal ein paar. Kann ich auch noch ein paar mit ansetzen. Weil ich muss so oder so zusehen, dass ich eventuell 2 hier rumkriege mit 1 hoch. Also noch mindestens doppelt so viel. Und dass ich da auch gegen die Spucker den nachher in Schutz habe. Aber das ist erstmal nicht so wichtig. Also, bis dahin denn erstmal. Ciao.